Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Harans Tage gezählt sind, das werden wir uns doch jetzt mal anschauen. Ich begrüße euch, Leute, zu einem neuen Projekt, und zwar, wir spielen heute Dying Light. Ich bin gespannt, ob ich es denn spielen kann, ohne dass mir YouTube hier einen reindrückt. Das werden wir aber jetzt dann in den nächsten Folgen sehen. Ich werde hier die Folgen etwas langsamer hochladen, um zu schauen, wie halt auch YouTube reagiert, weil das Spiel ja eigentlich in Deutschland verboten ist. Und muss dazu sagen, ich habe das Spiel aus Österreich importiert. Es ist schon mittlerweile ein Jahr alt. Aber ja, wir werden schauen. Okay, ich habe Dying Light Enhanced Edition oder irgendwie so heißt die. So, wir machen jetzt mal das Bildmachgerät an. Hallo Leute, da bin ich. So. Und schauen wir doch mal in die Optionen rein, in die Spieloptionen. Das lassen wir alles mal so an. Untertitel mache ich ein. Ihr könnt auch mitlesen, gesprochene Sprache Deutsch. Tipps aktivieren lassen wir auch mal an. Waffe wechseln. Zum Wechsel der ausgerüsteten Waffe gedrückt halten. Machen wir ein. Nachbearbeitung normal, hat normal. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wenn uns noch irgendwas stören sollte, dann können wir ja, wie gesagt, das immer noch umändern. So, dann fange ich mal an. Und zwar fangen wir mal an zum Spielen, würde ich sagen. Und wir haben die Vorlage. Also ich habe praktisch das Komplettpaket gekauft mit allen Add-ons, was es so gibt. Und ich muss dazu sagen, ich weiß noch nicht, ob ich es durchspielen werde. Wir müssen erstmal schauen, weil wie gesagt, auf meinem Kanal steht ja Spielspaß im Vordergrund. Und wenn mir das jetzt nicht zusagt alles, dann werde ich es natürlich nicht weiterspielen. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar Folgen machen und geben dem Spiel auf jeden Fall eine Chance. So, Sound sieht alles gut aus. Ich würde sagen, wir werden fangen an mit der Kampagne. Neues Spiel, natürlich. Wir spielen auf normal. Okay, stellen wir mal den Spielstand, Leute. Okay, ich mach das Bildmachgerät wieder weg. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen: Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist ihr
Ihr Joker, verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Alles klar, wir sind praktisch der Retter. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Okay, ich kann jetzt hier nichts machen. Rückzug! Rückzug! Wir müssen los! Er muss runter von der Straße! Mach die Tür auf! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Okay, starten wir gleich richtig rein ins Spiel. Die Stadt Haran. Finden Sie Suleiman und fangen Sie das Dokument ab. Dem Dokument beschriebener Ablauf ist noch unvollständig. Eine Implementierung in seiner gegenwärtigen Form toxisch. Jeder Versuch, ihn anzuwenden, würde im Verlust unzähliger Leben resultieren. Das Dokument muss geborgen werden. Okay, dann wissen wir ja, was wir jetzt zu tun haben. Und Leute, wenn euch das Projekt hier gefällt oder wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mir doch Kommentare da, Daumen nach oben oder auch Abos. So weiß ich, was ihr so sehen wollt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich hier unterstützen würdet. Natürlich sind auch noch andere Projekte auf meinem Kanal, wie Destiny 2 zum Beispiel, Hellblade, Senua's Sacrifice und was ich jetzt auch zurzeit angefangen habe, wo ich jetzt auch ein bisschen dranbleiben werde, ist Twitch-Streamen. Wo ihr mich da suchen müsst, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Habe ich alles mit reingepackt, Leute. Also, ich würde mich natürlich freuen. Stattet mir mal einen Besuch ab. Postet drübig rein. Dann können wir auch ein bisschen schnacken. Macht echt großen Spaß. So, aber jetzt genug gesabbelt. Ich würde sagen, machen wir mal weiter. Kneif du ihn. Du hast Angst. Hab ich nicht. Dann kneif ihn. Er blinzelt. Was? Da, schon wieder. Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie, lauf! Okay, die Sicht ist alles noch ein bisschen komisch verschwommen, aber ist klar. Wird doch ziemlich mitgenommen sein, denke ich mir. Wir spielen es übrigens auf der PS4 Pro. Und da wollte ich jetzt eigentlich mal schauen, gibt es dort vielleicht irgendwie eine Einstellung, Spiel, Steuerung? Ich glaube nicht. Nachbearbeitung normal. Schwarz-Weiß machen wir normal. Gamma.
Nee, sieht nicht so aus. Steuerung online, okay. Gut, mit L können sich bewegen, mit eher die Blickrichtung ändern. Ja, wie in jedem anderen Spiel halt auch. Okay, ich muss sagen, es kriselt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Filter ist, den wir da rübergelegt haben. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Okay. Haben wir hier irgendwo eine Karte oder so? Oder kann man hier irgendwo sehen, was gerade zu machen ist? Bei Quests? Ne. Karte, der Turm nicht verfügbar. Okay, dann werde ich die wahrscheinlich erst finden müssen. Und wie gesagt, wir werden es ganz, ganz gemütlich spielen. Ich bin ja kein Speedrunner. Ich mache das ganz gemütlich. Also, wenn ihr einen Speedrun sehen wollt, dann müsst ihr leider woanders hinschalten. Okay, ist das so eine Art Apartment hier für mich? Ich denke mal, das wird so eine Art Basis sein oder so. Okay, da sind wir gekommen. Wo geht's hier rein? Okay, hier sieht man nichts. Gehen wir doch mal hier raus. Ey, was ist da los? Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brief dich doch. Okay, also, Raum 190. Frag den Boss. Vielleicht der 31. Überlebende, was sie gefunden haben? Ich weiß es nicht. Wir haben bestimmt draußen. Ah, jetzt haben wir da oben auch eine Karte. Und der Punkt zeigt uns wahrscheinlich an, wo wir hin müssen. Das ist deine Nummer. Okay. Und schreibt mir auch rüber in die Kommentare, wollt ihr lange Parts sehen, 30-Minuten-Parts oder wollt ihr eher kürzere Parts? Also, ich würde mich da ein bisschen nach euch orientieren. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amir Santizin. Okay. 180. Ist aber nicht die 190. Und du bist? Crane. 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Wie geht's Ihnen heute? Schlecht. Nach der Spritze. Hey, ich sollte eigentlich da rein. Oder wir müssen ein Stockwerk runter oder hoch. Okay, hier ist zu. Ich denke mal, wir müssen ein Stockwerk hoch. Das dort in die 190. Ja, okay, hier ist die 190. Headquarters, also das Hauptquartier. Reden wir mal mit Zafar. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Wo ist denn der Boss? Gibt's denn hier? Was läuft denn hier? Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier,
Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Bracken? Okay. Ich bin ja wirklich gespannt, ob wir das ganze Gebiet hier, was wir hier so sehen, ich denke mal, bis ganz da nach hinten wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber was wir hier vorne so sehen, ob wir das alles erkunden können. Das wäre mal richtig nice. Statue. Okay, Leute, wie es denn aber bei dem Boss weitergeht, das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und lasst mir auf jeden Fall mal ein Statement da, wie euch das Spiel gefällt. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.